Hallihallo und willkommen zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play hier auf dem Kanal. Ich habe gedacht, testen wir das Ding mal an. Spielen wir mal Car Mechanic Simulator 2015. Ihr erinnert euch? Damals habe ich mal 2014 gespielt. Der, ja, na gut, nicht so schlecht war. Aber noch einiges an Luft nach oben hatte. Und jetzt probieren wir 15 mal aus, mal gucken, wie der wird. Ich habe es einmal ganz kurz angespielt. Mal gucken. Es gibt auf jeden Fall viel, viel mehr Optionen und viel, viel mehr Dingens, was du machen kannst, als in 2014. Sieht auch alles viel, viel schöner aus. Ja. Aber lädt anscheinend lange, okay. Hallo? Okay. Willkommen zur Autowerkstatt Simulator 2015. In diesem kurzen Tutorial werden wir dir die grundlegenden Mechanismen des Spiels zeigen und dir beibringen, wie du erste Auftragsangebote auswählst. Okay. Ich hätte überspringen machen sollen. Hast du dieses Telefonklingeln gehört? Das ist ein neuer Kunde für dich. Gehe zum Schreibtisch, nimm das Telefon ab und überprüfe, was zu tun ist. Ich überspringe das jetzt mal, weil ist mir doch egal. Wenn ich irgendwas nicht weiß, das sind aber alles kleine, was weiß ich, 15, 16 Zoll. Wir wollen doch dicke Autos reparieren, oder nicht? Wenn ich irgendwas nicht weiß, Fotokamera, Telefon, Computer. Computer gab es damals auch. Telefon. Royale Bianco. Die Lenkung fühlt sich zu locker an. Teilliste. Ey, Teilliste bereitgestellt, das ist ja gut. Ja, nehmen wir an. Wir haben ja nichts anderes. Bring rein die Gurke. Alter, du hast auch ein bisschen lang, ne? Oh, guck mal an. Da sind die Bühnen. Hier ist aber das Auto, das ist ja jetzt auch doof. RI Inventar öffnen. Ich habe nichts im Inventar. Okay. Motorhaube können wir aufmachen. Ah, guck mal, das wird jetzt alles angedingst. Das Bremspumpe. Eigentlich heißt das Bremskraftverstärker. Aber hey, okay. Motor, Luftansaugung, Karosserie. Okay. Hochnehmen können wir den nicht. Was? Wir können die Tür noch mal. Ey, sogar die hintere Tür. Kann man sich da auch reinsetzen? Ja, aber nur vorne. Und hier kann man gar nichts machen. Was ja aber auch scheißegal ist. Hier macht Tür zu. Kann man auch den Kofferraum aufmachen. Ey, das ist um einiges geiler. So, Auto fertig. Ja, ich weiß, ich komme ja schon. Mann, was ist denn los hier? Ich bin gerade erst angefangen, Junge. Was ist hier? Auftragsbeschreibung, Routine, Überprüfung und Reparatur des Motors. Teilliste, ja, nehmen wir mit. Schaffe Platz in der Mitte. Ja, ich lege auf, ich nehme gleich nochmal ab. Ja, okay, dann kann man das hier vielleicht andingstern? Hier in dem Auto auf, oder was? Wie ihr seht, ich hab's nicht wirklich doll angetestet. Ach, hier, da oben steht was. Reparaturauftrag öffnen. Auf Zustandsmodus umschalten. Fahrzeug bewegen. Ah, guck mal. Links. Super, dann können wir auch gleich den nächsten reinschaffen. Ja, hier nehmen wir. Egal, was der hat. Erstmal die Aufträge an Land ziehen, ey, bevor hier irgendwie die sagen, oh, der geht ja gar nicht ran, oh, der nimmt ja die ganzen Dinger gar nicht weg. Hier, M war das, ne? Hier, der kommt rechts hin und gleich noch ein. Dann fahren die nachher zu einer anderen Werkstatt und wir verfügbar ab 1500 Erfahrung. Ja, wieso rufst du mich an, du Affe? 1500 Erfahrung, ich weiß ja nicht, wie schnell man das zusammenkriegt. Lade doch mal schneller. Danke. Yeah. So, und Reparaturauftrag öffnen. Ist, oh, okay. 65% Zustand. Stabilisator, Koppelstange hinten. Okay. Fehlerhaftes Teil gefunden. Ja, dann schraub mal hoch die Gurke. Und was hat der? Oh, schon wieder das Telefon, Mann. Komme ich doch gar nicht hinten?
Koppelstange hinten? Autofederung. Das ist der Auspuff, okay. Ja, dann Felgen, klassisch 6. Ja, Zerlegungsmodus. Der Zerlegungsmodus hört sich gut an. Aber Felgen kann man hier nicht abnehmen, oder was? Leck mich da am Zirkali. Muss ich das Ding jetzt wieder runterlassen, damit ich die Reifen abnehmen kann, oder was? Da machst du doch den Rücken kaputt, wenn jedes Mal unten... Hey, wie geht denn das denn? Teil zerlegen. Ah, Rechtsklick. Ah, guckst du. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Wer das Tutorial spielt, ist auch klar ein Vorteil. Ah, da ist Stabilisator-Koppelstange. Die kriege ich auch so raus. Welche Seite denn? Beide, oder was? Ich nehme mal auf gut Glück. Ja, diese... Ah, so, alles klar. Auf gut Glück nehme ich mal einfach beide Reifen ab. Felgen sehen aber auch gut ranzig aus. Ja, und die Koppelstange. Ach, die kriegst du auch so raus. Ist schon raus, oder was? Das ist ja easy, ey. Warte, da hinten. Die ist nur oben fest und unten ist sie gar nicht fest. Was soll die denn koppeln, wenn die unten nicht fest ist? Aber okay, hey, ich habe keine Ahnung. Wir lassen jetzt trotzdem nochmal hoch, mal gucken, wie wir von unten aussieht. Also, wie gesagt, die werden nicht viele Folgen machen. Aber mal antesten und ein paar Aufträge werden auf jeden Fall zusammenkommen. 4, 5, 6, vielleicht 10 Folgen. Mal gucken. Jetzt muss ich ja also erstmal Inventar öffnen. Ach guck mal, die eine ist noch 69 gut, denn Koppelstange hinten, Koppelstange hinten. Also sind nicht rechts und links gebunden. So, in dem alten konnte man im Computer einfach neue Sachen kaufen. Fahrwerk, Koppelstange hinten. Hinterer Querlenker. Das sieht nach Koppelstange hinten aus. Ein einziges. Danke. 26 Euro Geld. So, und das werde ich ja von unten auch wieder rein dübeln können, oder? Normaler Modus, Karosserie, Zusammenbaumodus. Soll so gehen. Aber da kann man nicht antippen. Ach man, also doch runter. Ich will mich immer ducken oder so, aber... So, Zusammenbaumodus. Koppelstange hinten, hier kommt der neue rein. Ich finde das so lustig, alle ein... Eine Schraube, ey. So, Reifen wieder drauf. So, ob der anderen sieht, kommt... Ja, das war jetzt natürlich mehr Arbeit, was wir gemacht haben. Zack. Und Felge wieder drauf. Dann müsste der ja fertig sein, oder? So, ist fertig, oder? Geh mal die Haube zu. Fahrzeug bewegen, auf Zustandsmodus umschalten. Reparaturauftrag öffnen. Oh. Der ist fertig, oder was? 52 Euro. Ja, na gut. Hier, dann stell den schon gleich wieder rauf. Das war M, ne? Rechts ist... Okay, links ist frei. So, Reparaturauftrag öffnen. Servolenkungspumpe, Zündkerze und Zündkerze. Zwei Zündkerzen wechseln. Na gut. Wo
Wo ist denn die Servopumpe? Das ist doch die Bremskraft. Ach, hier steht jetzt Bremskraftverstärker. Okay. Drosselklappe. Luftfilterdeckel. Da ist der Ölfilter. Ich habe keine Ahnung. Aber die Zündkerzen müssen ja hier unter sein. Da muss man erstmal die Zündspulen rausklödern. Achso, ja, so geht das. Zack, zack. Da müssen wir leider alle vier rausnehmen, um zu gucken. Den Ventildeckel will ich gar nicht abhaben. Ich will nur die Kerzen raus haben. So, Auftrag öffnen. Die zwei Zündkerzen und die Servolenkungspumpe R4. Wo ist das Cheat? Dann komm, lass mal hoch. Vielleicht sehen wir die von unten. Da. Da guckst du. Ah, da muss der erste Riemenspanner raus. Dann der Dings. Kann alles vom Motorraum aus erreicht werden, das steht da. Das finde ich übrigens sehr geil, dass das da steht. Weil bei 2014 musstest du dich tot suchen, bis du mal rausgekriegt hast, wie du an die Kiste rankommst, richtig. Hier geht das um einiges leichter. Achso, ne, hier ausbauen wollen wir das. So, Riemen runter. Wieso nicht? Erst den oder was? Und dann den. Okay. Und dann die Pumpe. Auch eine Schraube, super. Die sieht auch ein bisschen gammelig aus. Inventar öffnen. Und zwar haben wir jetzt... Ja, zwei Zündkerzen sind noch gut, zwei nicht. Und die Servolenkungspumpe R4. Die bestellen wir jetzt noch schnell. Erstmal Motor, da werden die Kerzen wahrscheinlich mit bei sein. Und die Pumpe wahrscheinlich auch, oder? Benzin, Drosselklappe. Die Riemen brauchen wir nicht neu. Lambda-Sonde, ey, gibt's hier sogar. Wie geil ist das denn? Ne, sieht nicht so aus. Querstromvergaser. Das ist denn für die Oldtimer oder so. Oder Youngtimer gibt es ja. Servolenkungspumpe R4. Mein lieber Scholli. 115. Und jetzt noch zwei Kerzen. Zündkerze. Da gibt es auch hier keine Unterschiede. Die kloppen. Wie kann man denn zwei auf einmal kaufen? Geht nicht, oder was? Ich drücke immer Shift, um schneller zu laufen, weil kennt man ja von so vielen Spielen, aber das bringt hier absolut gar nichts. So, Zusammenklödermodus. Kerzen. Super gut. Kerzen. Alle vier wieder rein. So, dann die Zündspulen wieder drauf. Zum Glück. Es ist egal, welchen wir wohin stecken. Sonst wären wir am Arsch. So, dann kommt die neue Pumpe da rein. Mit der einen Schraube. Das ist ja voll easy gemacht hier. Das gefällt mir, muss ich sagen. Das macht Spaß. So, den Riemenspanner auch wieder reindübeln. Nur weil ich gerade behaupten, ist die Karre fertig. Haube dicht. Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Kriegst du immer Ärger, wenn du die Abdeckung nicht wieder rauf machst. Weißt du, dann dreht der Monster durch. Ja, hier. Auftrag öffnen, war das? Nee. Oh. S Escape, dann O. Fertig, fertig, fertig. Wieso habe ich hier keine Sterne? Ach, die kann ich selber anklicken. Warum auch immer. Auftrag abschließen für 253. Dann würde ich sagen, war's das für die erste Folge. Wir schaufeln uns gleich einen neuen Antrag an Land.
Auftrag an Land, meine ich. Und reparieren den roten kleinen Flitzer, der wird bestimmt auch nicht so was Schlimmes haben. Und dann, Erfahrung haben wir 232, bald können wir dann die Youngtimer machen, oder? Obwohl, ne, das dauert wahrscheinlich noch ganz viel lange. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schaltet auch, keine Ahnung wann, das nächste Mal wieder ein. Ich bin raus, ciao.